Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Schönen guten Abend zu ATV am Dienstag. Wenig vorösterlich, liebe Zuschauer, das Wetter mit Sturmtief Niklas, das schon den ganzen Tag über ganz Deutschland hinwegfegt und Spuren hinterlässt. Tausende Bahnreisende sitzen fest. Unter anderem wurde auch die Strecke zwischen München und Augsburg gesperrt. Auch auf zahlreichen Straßen ging wegen umgefallener Bäume, herumfliegender Äste und Kleinteilen gar nichts mehr. Polizei, Feuerwehren und technisches Hilfswerk sind im Dauereinsatz. Die meisten Lifte und Bergbahnen haben ihren Betrieb eingestellt. Mehr zum Sturmtief und wie es weitergeht, sehen Sie im Lauf der Sendung. Außerdem haben wir noch das für Sie. Weniger Arbeitslose im Allgäu, offene Stellen und ein guter Ausbildungsmarkt. Agentur für Arbeit stellt die aktuellen Zahlen vor. Informationsnetzwerk in der Jägerkaserne, Eröffnung des Infopunktes in Sonthofen soll Standortwechsel erleichtern. Und den Absprung schaffen. Skisprungtrainer Werner Schuster spricht über Mut und Aufbruch. Stürmisch, nass und kalt. Auch den Arbeitsmarkt beeinflusst das Wetter. Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Vormonat gesunken, könnte aber noch niedriger sein, wenn die Außenberufe vom Wetter endlich grünes Licht bekämen. Schwaben übrigens im bayernweiten Vergleich mit einer Arbeitslosenquote von 3,7% an einer guten zweiten Stelle, nur knapp hinter Spitzenreiter Unterfranken. Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen aus der Region jetzt aus Kempten. Weniger arbeitslose Menschen und ein anhaltend hoher Bedarf an Arbeitskräften. Das sind die zwei markanten Fakten zum Arbeitsmarkt im März. Die aktuellen Zahlen hat heute Peter Litzka, der Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, vorgestellt. Demnach waren im vergangenen Monat 12.514 Menschen arbeitslos. Das sind 480 weniger als noch im Vormonat. Somit sank die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk um 0,2 Prozentpunkte auf 3,5%. Das wenig frühlingshafte Wetter verhinderte allerdings einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Arbeitnehmer in den Außenberufen, also nehmen Sie an auf dem Bau oder auch im Garten- und Landschaftsbau, gehen normalerweise so um diese Jahreszeit wieder in Beschäftigung. Wir haben jetzt doch noch einige Betroffene mehr in der Arbeitslosigkeit als im letzten Jahr um diese Zeit. Das ist bedingt durch die Witterung. Deswegen ist davon auszugehen, dass jetzt gerade nach Ostern die Arbeitslosigkeit noch mal ein deutliches Stück nach unten gehen wird. Wer auf der Suche nach Arbeit war, hatte gute Chancen. 1.546 Stellen wurden neu gemeldet. Insgesamt stehen 4.965 unbesetzte Arbeitsplätze zur Verfügung. Zudem ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf einem Rekordhoch. Vor allem das verarbeitende Gewerbe verzeichnete ein Plus von 2.200 Mitarbeitern. Wir haben eine größere Zahl offener Stellen. Gegenwärtig sind es 4.800 rund, die sozialversicherungspflichtig angeboten werden. Und auch das ist ein Indiz dafür, dass die konjunkturelle Lage im Allgäu nach wie vor gut ist. Stellen, die für die Beschäftigung von Arbeitslosen zur Verfügung stehen, allerdings auch, das muss man ganz deutlich sagen, für die Beschäftigung qualifizierter Kräfte. Das heißt, es ist besonders wichtig, dass junge Menschen eine Ausbildung machen. Es ist aber auch wichtig, noch nicht vorhandene Qualifikationen eventuell durch Bildungsmaßnahmen nachzuholen. Der Ausbildungsmarkt ist auch in diesem Jahr für Jugendliche recht günstig, denn den rund 3.400 Bewerbern stehen mehr als 4.800 Lehrstellen zur Verfügung. Doch bis zum traditionellen Start des neuen Ausbildungsjahres im September wird sich dort noch einiges ändern. Wenn Mitarbeiter der Bundeswehr ihren Standort wechseln, müssen sie sich ein komplett neues Lebensumfeld aufbauen. Die Jägerkaserne in Sonthofen hat jetzt einen Infopunkt eingerichtet, der unter anderem bei diesem Thema Unterstützung leisten will. Zuständige Kontaktpersonen stehen Soldaten und Angestellten und natürlich deren Familien bei allen Fragen zur Seite. Und der Infopunkt ist bayernweit der erste seiner Art.
Die Jägerkaserne in Sonthofen hat als erste Bundeswehrkaserne in Bayern einen Infopunkt. Dieser wurde von Oberst Klaus Werner Schiff, dem Kommandeur der ABC-Schule in Sonthofen, präsentiert. Der Infopunkt ist Anlaufstelle für Soldaten, Beamte und Angestellte der Bundeswehr, aber auch für deren Angehörige. Besonders bei einer Versetzung soll er helfen. Ein Ansprechpartner steht mit Informationen zu Wohnungssuche, Bildungsmöglichkeiten für Kinder und neue Arbeitsstellen für die Partner ständig zur Verfügung. Vorher ist es oft so gewesen, dass jemand, der neu an den Standort zuversetzt wurde, tatsächlich eben den Gang, den berühmten Weg und Gang durch die Institution machen musste und weite Wege in Kauf nehmen musste, bis er erstmal sich orientiert hatte, an wen er sich in welchem Zusammenhang wenden muss. Das findet er jetzt eben alles gebündelt im Infopunkt und weiß und kann von hier aus bereits die erste Verbindung aufnehmen. Auch Bürgermeister Christian Wilhelm freut sich, dass Sonthofen bayernweiter Vorreiter des Infopunkts ist. Ja, es ist natürlich klar, dass Information sehr wichtig ist. Ich meine, das, was die Stadt und was letztendlich wir selber im Rathaus natürlich betreiben, ist auch hier sehr wichtig bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist hier mit der Stadt Sonthofen sehr verbunden, sehr verwachsen und genauso sind da Strukturen vorhanden. Es sind ständig neue Wechsel, die sicherlich sich in so einer Bundeswehr ergeben anhand der Bediensteten und da ist es gut, Informationen zu geben. Die Idee des Infopunkts ist kein komplett neuer Ansatz. Sie optimiert die Zusammenarbeit von schon bestehenden internen Einrichtungen, wie zum Beispiel den Freizeitbüros. Sie werden durch ein Netzwerk mit externen Organisationen wie Arbeitsagenturen oder Kindertagesstätten verbunden. Der Infopunkt ist ein Teil der Attraktivitätsagenda der Bundesministerin der Verteidigung. Sie hat mit Pilotstandorten begonnen. Der erste war in Bruchsal und ist am 17.12. letzten Jahres eröffnet worden. Aber wir sind der erste in Bayern und das freut uns natürlich ganz besonders. Und wir tragen jetzt damit diesen Gedanken entsprechend weiter. Auch die Attraktivität der Bundeswehr soll der neue Infopunkt steigern. Für Bürgermeister Wilhelm ist es wichtig, dass die Stadt die Bundeswehr in Sonthofen weiterhin so gut unterstützt wie bisher. Ich denke, das muss nicht in Form von finanziellen Mitteln oder sonstigen Dingen laufen. Entscheidend ist, dass man sich identifiziert mit der Bundeswehr. Wir sind ein Standort, auf dem die Bundeswehr ist, auch zukünftig, Gott sei Dank. Nach wie vor noch wird ja auch die GOB-Kaserne massiv umgebaut. Also das heißt, wir sind auch in der Zukunft ausgerichtet auf die Bundeswehr. Deswegen freut uns das natürlich schon, die Zusammenarbeit. Als erste Kaserne in Bayern mit Infopunkt möchte Sonthofen den Nutzen des Projekts verdeutlichen und mit der Zeit das Netzwerk im regionalen Umfeld weiter ausbauen. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage liegt er bei jedem fünften mehr als 5 Jahre zurück, bei jedem dritten mehr als 10 Jahre. Mag sein, dass viele deshalb zögern, Erste Hilfe im Ernstfall auch wirklich zu leisten, aus Angst, etwas falsch zu machen. Nur wer gar nichts tut, handelt falsch, meinen die Johanniter im Allgäu und weisen darauf hin, dass ab dem 1. April neue Regelungen zur Erste-Hilfe-Ausbildung gelten. Alle verpflichtenden Erste-Hilfe-Kurse, wie der für Führerscheinanwärter oder der zur Ausbildung von Betriebshelfern, dauern künftig einheitlich 9 Unterrichtsstunden. Die Kurse bei den Johannitern wurden daraufhin inhaltlich zugunsten der praktischen Übungen gestrafft und verändert. Auch dahingehend, die Teilnehmer zu motivieren, am Unfallort auch wirklich tätig zu werden. Ja, Orkantief Niklas und seine Auswirkungen, das ist gleich Thema bei uns in Kompakt. Der Allgäu Airport meldet aktuell dazu übrigens keine Störungen oder Probleme. Alle Maschinen konnten heute planmäßig landen und starten. Es kam auch zu keinen nennenswerten Verspätungen. Zwei Wochen nach der Absaugung fangen wir mit der Nachbehandlung an. Die läuft über 6 Wochen, wo die Patienten in unserer Klinik dann regelmäßig betreut werden. Durch die Nachbehandlung gehen die Schwellungen schneller weg, die Haut wird straffer und die Ergebnisse gleichmäßiger. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Unser Ausflugslokal in Durach, direkt am herrlichen Wasserweg im Kemptener Wald gelegen, ist immer eine Reise wert. Ob bei durchgehender heimischer Küche, hausgemachtem Eis- und Kuchenschmankerl oder für Ihre nächste Festlichkeit. Wir freuen uns auf Sie.
Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Die Meldungen vom 31. März. Das Sturmtief Niklas hat auch im Allgäu zahlreiche Schäden verursacht und für Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr gesorgt. Die Strecken Türkheim-Bad Wörishofen, Buchloe-Füssen, Kempten-Reute und Memmingen-Lindau waren gesperrt. Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Vielerorts stürzten Äste herab oder ganze Bäume um, Gegenstände wirbelten durch die Luft. Teilweise mussten Straßen gesperrt werden. Im Kemptener Umland sowie in Rosshaupten im Ostergäu fiel der Strom aus. 2000 Haushalte waren betroffen. In den Skigebieten mussten Bergbahnen und Lifte schließen. Auf der A7 zwischen Worringen und Memmingen Süd hat heute Mittag eine Böe das Metalldach eines Lkw-Anhängers abgerissen. Ein überholender Pkw ist dabei getroffen worden. Danach schleuderte das Fahrzeugteil auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine Frau mit ihrem Kleinwagen auf das Dach auf. Verletzte gab es bei dem Unfall keine. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Autobahn war während der Bergung in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. Der Weg für eine Rettungswache der Bergwacht in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus Füssen ist frei. Der Verwaltungsrat der Kliniken Ostergäu-Kaufbeuren und die Bergwacht haben erfolgreich über einen Erbbaurechtsvertrag verhandelt. Nun soll gemeinsam nach einem geeigneten Standort auf dem Gelände der Klinik gesucht werden. Außerdem wird sich der Landkreis Ostergäu an der Finanzierung beteiligen. Durch die Entscheidung im Verwaltungsrat kann die Bergwacht die Detailplanungen abschließen. Das Bürgerbegehren gegen den Kauf des Eschenlohhaus in Weiler-Simmerberg ist zulässig. Gestern Abend hat der Gemeinderat beschlossen, dass es am Sonntag, dem 21. Juni, zum Bürgerentscheid kommt. Es wird darüber abgestimmt, ob die Gemeinde das Haus kaufen und darin ein Museum einrichten soll. Im Moment erarbeitet eine Arbeitsgruppe aus Gemeinderat, Vereinen und Verwaltung ein alternatives Konzept. Es soll ebenfalls im Juni zur Abstimmung stehen. Der Heimenkircher Käsehersteller Hochland hat das Gut Adlersreuth in Oberreute gekauft. Das Unternehmen will dort neue Produkte entwickeln und produzieren. In dem Gebäude war bis letzten Herbst der Wildfleischverarbeiter Geti Wilber untergebracht. Die Produktion wurde bereits Ende Juni 2014 eingestellt. Seitdem war die sogenannte Wildfabrik leer und stand zum Verkauf. Hochland will den Betrieb in Oberreute Mitte April aufnehmen. 14 Bäume auf dem Zentralfriedhof in Kempten hat der Baumschänder bis heute auf dem Gewissen. Der Großteil ist heute durch neue Bäume ersetzt worden. Insgesamt wurden 12 Ahorne eingesetzt. Zuvor waren die beschädigten Bäume gefällt worden. Laut Friedhofsverwaltung liegt der angerichtete Schaden bei geschätzten 40.000 Euro. Zuletzt hatte der Baumschänder vor 2 Wochen zugeschlagen. Wie berichtet, schabt der noch Unbekannte nachts Rinde von den Bäumen. Als Tatwaffe kommt ein professionelles Baumschälwerk, ein großes Messer oder ein Samurai-Schwert in Frage. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Memminger Stadtgebiet muss die Straßendecke erneuert werden. Deshalb ist die B300 abschnittsweise voll gesperrt. Im Bereich Hindenburgring, Ebertring und Adenauerring kommt es ab dem 7. April zu Behinderungen. Witterungsbedingt kann sich die Sperrung ändern. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Auch zwischen Immenstadt und Oberstaufen wird gebaut. Dort werden die B308 sowie einige Brücken erneuert. Dadurch soll unter anderem die Aquaplaning-Gefahr verringert werden. Die Baumaßnahmen dauern bis Herbst an. Das staatliche Bauamt will die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich halten. Die Ausrichter des Tänzelfests werden mit dem diesjährigen Kaufbeurer Kunst- und Kulturpreis ausgezeichnet. Der Tänzelfestverein erhält den Jörg-Lederer-Preis für Heimatpflege. Das hat der Stadtrat beschlossen.
Zusätzlich zur Planung und Durchführung des Fests ehren die Stadträte auch das Bestreben des Vereins, neue Impulse zu setzen und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild zu erhalten. Der Preis soll Anreiz sein, das Kulturereignis auch in Zukunft behutsam weiterzuentwickeln, so der Wunsch des Stadtrats. Das Tänzelfest in Kaufbeuren gilt als das älteste Kinderfest Bayerns. Soweit unsere Kurznachrichten und jetzt der Blick aufs Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. 50 Jahre böckstarke Möbel in Kempten St. Mang. Möbel Böck, ein Haus voller Wohnideen. In der Nacht liegt das gesamte Allgäu unter einer dicken Wolkendecke. Verbreitet schneit es, im Westallgäu und am Alpenrand ist mit Dauerregen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen plus 2 und minus 1 Grad. Es bleibt stürmisch. Am Mittwochvormittag regnet oder schneit es im gesamten Allgäu. Die sturmartigen Böen halten den Tag über an. Auch am Nachmittag bleibt es trüb und ungemütlich. Der Schnee geht in Regen über. Die Höchsttemperaturen liegen bei plus 4 Grad. In den Skigebieten sorgen die sinkenden Temperaturen für neuen Schnee. Am kältesten ist es auf dem Nebelhorn bei minus 5 Grad. Dort und auf dem Fellhorn liegt mit 110 cm am meisten Schnee. Auch der Rest der Arbeitswoche bleibt grau. Der Gründonnerstag und der Karfreitag bringen Regen bei plus 3 bzw. plus 4 Grad. Am Samstag lockert es ein klein wenig auf und es wird wieder wärmer. Bei 10 Grad ist aber noch immer mit Regen zu rechnen. Seit der Saison im letzten Jahr spielt das Kemptener Footballteam, die Allgäu Comets, wieder in der ersten Liga. Dieses Jahr haben sie sich vorgenommen, eine noch bessere Leistung zu bringen. Und sich beweisen können sie jetzt nicht nur in der German Football League. Dieses Jahr spielen die Comets auch noch in der Europäischen Football Liga. Bis dahin stehen aber noch einige harte Trainingseinheiten bevor. Am 25. April ist es soweit. Kemptens Footballmannschaft startet dann mit ihrem ersten Spiel in die neue Saison. Denn die Allgäu Comets sind auch dieses Jahr wieder in der ersten German Football League dabei. Die rund 50 Spieler bereiten sich auf ein weiteres Training vor. Head Coach Brian Kaler bandagiert noch eines der Teammitglieder, bevor es aufs Feld geht. Dort wird sich erst einmal warm gemacht, bevor das richtige Training beginnt. Nachdem das Team nach der Saison 2013 in die erste Liga aufstieg, möchte Kaler die Leistung der letzten Saison noch verbessern. Ich warte, dass wir eine große Steigerung vom letzten Jahr. Unser Ziel ist natürlich, oben spielen und Ende der Saison die Playoffs zu erreichen. Doch die Spiele der German Football League sind dieses Jahr nicht die einzigen, auf die sich das Team konzentrieren muss. Denn die Comets haben zum ersten Mal die Möglichkeit, ihr Können auch europaweit zu zeigen. In der European Football League müssen sie sich der europäischen Konkurrenz stellen. Die EFL ist der zweithöchste europäische Wettbewerb. Ziel ist das Endspiel, den EFL Bowl zu erreichen. Der Platz in der Liga kam sehr kurzfristig für die Comets. Es war ein bisschen unerwartet. Aber das ist für mich wirklich etwas Besonderes, dass ich könnte diesen Verein, diese Mannschaft auf die Europa Liga führen, zusammen mit unserem Vorstand und unseren Spielern. Wir machen alle sehr viel harte Arbeit und es endlich lohnt sich. Und wir kriegen den Respekt, was wir eigentlich sollten. Den Respekt der Fans haben sie auf jeden Fall schon. Diese kommen trotz schlechtem Wetter, um ihr Team beim Training zu unterstützen. Die zusätzliche Chance zu zeigen, was in ihnen steckt, freut die Allgäu Comets. Doch der Fokus der Trainer liegt weiterhin auf der German Football League. Denn das Ziel ist, noch immer in dieser Liga weiter aufzusteigen. Dafür wurden auch viele neue Spieler angeworben. Wir sagen immer, die mehr Spieler wir haben auf jeder Position, die mehr Wettkampf gibt es, die mehr Competition. Und Competition macht alle besser. Und das ist auch ein Grund, warum wir haben ein paar Spieler aus München geholt und die Übungen, Landsberg und Augsburg wieder. Und ich bin eine ganz große Meinung, dass Competition macht alles besser. So.
Leider mussten die Comets auch einen ihrer Spieler gehen lassen. Der Wegfall von Wide Receiver Brandon Cone ist natürlich nicht einfach für sie. Der amerikanische Spieler war schon lange fester Bestandteil des Teams. Aus familiären Gründen ging es für ihn zurück in die Heimat. Seine Position wird der junge Matthew Green besetzen. Er wurde von Offense-Coach Eric Aciani ausgesucht. Nach einer erfolgreichen College-Football-Karriere möchte er nun sein Glück im Allgäu versuchen. Sein Glück schon gemacht, das hat der Österreicher Werner Schuster als Skispringer und jetzt als aktueller Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Hinterher ist man immer gescheiter, sagt er. Warum und wo er das gesagt hat, das verrate ich Ihnen gleich. Seit mittlerweile 33 Jahren gibt es die Moser Kliniken. Seither arbeiten die Häuser nach dem Leitsatz »Schön für das Leben«. Neben Augsburg gibt es auch in Bonn und Wien Häuser der Moser Kliniken. Das Angebot reicht von Faltenunterspritzung über Haartransplantationen bis hin zu ästhetischer Chirurgie. Heute geht es bei uns um die Bauchdeckenstraffung. Wie aufwendig ist denn so ein Eingriff und was muss danach beachtet werden? Der Eingriff ist zeitaufwendig. Es ist einfach viel Arbeit. Das heißt, man muss kalkulieren zwischen 3 und 4 Stunden. Man macht eine große Wundfläche, ich muss also Drainagen reinlegen, weil immer wieder doch ein bisschen Blut und Gewebeflüssigkeit nachsickert. Das heißt, die Patienten bleiben dann auch 3 Nächte in der Klinik. Dann kommen die Drainagen raus und bei der Entlassung legen wir eine Kompressionsmieterhose an, damit die gelöste Haut mit dem Unterhautfettgewebe schnell wieder verwächst mit der Unterseite. Der Eingriff ist nicht kompliziert. Er ist aufwendig, aber nicht kompliziert, insofern nicht. Weil in der Schicht, in der man da operiert, da ist nichts Besonderes. Im Gegensatz zum Gesicht, wo ja Nerven sind und Muskulatur und so weiter. Bei der Bauchdeckenplastik haben wir da keine Gefahr für wichtige Strukturen. Die Nachsorge ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch schon die Information und das Beratungsgespräch im Vorfeld, da legen Sie ja auch ganz viel Wert drauf. Absolut. Deswegen dauern die Beratungen ja auch recht lange, nicht? In der Regel doch 3/4 Stunde. Man will den Patienten kennenlernen in dieser kurzen Zeit, so gut das eben geht. Man will seine Motive nachvollziehen können. Ich muss verstehen können, warum es für den Patienten Sinn macht. Und dann muss ich wiederum, ich entscheide nicht, ob es Sinn macht. Das macht der Patient. Nur er kann die Sinnfrage beantworten. Ich muss dann dazu Stellung beziehen, kann ich das, was er will? Lohnt sich der Aufwand, der finanzielle Aufwand? Der operationstechnische Aufwand, der Genesungsaufwand oder erreiche ich hier nur so wenig, dass ich abraten muss? Das sind alles Dinge, die muss man gut erwägen und mit dem Patienten zusammen diskutieren. Denn er soll ja auch verstehen, warum ich auch mal ablehne. Das muss er verstehen. Ich sage vielen herzlichen Dank für diesen Einblick und auch über die Informationen rund um die Bauchdeckenstraffung. Mhm. Das nächste Mal erfahren wir mehr über die Brustreduktion. Jeder, der schon einmal auf einer Skisprungschanze stand, kann einschätzen, wie viel Mut es erfordert, auf dünnen Brettern diesen Abhang hinunterzufahren. Immer im Hinterkopf, dass am Schanzentisch der perfekte Absprung gelingen muss. Und wer sich für den Sprung entscheidet, der kann auf halbem Weg nicht mehr umdrehen. Es ist also wie bei vielen Entscheidungen, einmal eine Wahl getroffen, muss man mit den Konsequenzen leben. Bundestrainer Werner Schuster kennt sich mit beidem aus, mit Skispringen und dem Fällen schwieriger Entscheidungen. Im Rahmen der Kleinwalsertaler Dialoge hielt er deshalb einen Vortrag mit dem Titel »Hinterher ist man immer gescheiter«. Vor einem vollen Saal von seinem persönlichen Erfolgsrezept sprechen. Das sollte ein Bundestrainer doch eigentlich gewohnt sein. Doch Werner Schuster wirkt tatsächlich etwas nervös, als er bei den Kleinwalsertaler Dialogen auf der Bühne steht. Mit den DSV-Adlern trainieren, das sei mittlerweile Alltag für ihn. Doch eine Rede halten, das mache er eher selten. Ohnehin, die erfolgreiche letzte Saison müsse er erst noch richtig verarbeiten, meint Schuster. Denn der Weltcup-Gesamtsieg von Severin Freund war am Ende ein echtes Herzschlagfinale. Das habe ich nie ausgeschlossen. Also er hat seinen Teil gemacht, er hat in Skandinavien die Springer gewonnen, hat dann viel aufgeholt, aber dass Peter Preetz zu Hause auf seiner Heimschanze, die doch einer seiner Schanze ähnelt, auf der er die ganze Zeit trainiert, dass er nochmal zurückschlagen kann, war mir immer klar. Der Severin hat gekämpft und es hat am Ende gereicht und wir sind sehr glücklich darüber.
Heute soll es aber nicht nur um die Skispringer gehen, sondern um die ganz persönlichen Entscheidungen und Wendungen im Leben von Werner Schuster. Für ihn sei schon früh klar gewesen, dass er einmal Profisportler werden möchte. Als gebürtiger Vorarlberger habe er den größten Teil seiner Freizeit ohnehin in den Bergen verbracht, wenn möglich natürlich auf Skiern. Mit 14 ging er dann auf ein Sportinternat, studierte später Sportwissenschaften. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 1995 entschied sich Schuster, als Jugendtrainer in Stams zu arbeiten. Die beste Entscheidung, die er jemals getroffen habe, berichtet der 45-Jährige rückblickend. Die Arbeit sei ein echter Traumjob gewesen. Dennoch sei er später auch sehr froh über die Aufgabe als Schweizer Nationaltrainer gewesen. Der Weggang aus Stams sei ihm aber nicht leicht gefallen. Hat er bei dieser Entscheidung auf den Kopf oder den Bauch gehört? Ich denke mir, es braucht beides. Also ich denke mir, nur sich blindlings reinzustürzen, ist nichts. Man sollte schon, sage ich mal, die Informationen, die man zur Verfügung hat, sollte man schon mal zusammentragen. Und dann auf dieser Basis entsteht ja auch ein gewisses Gefühl irgendwo und eine Affinität. Und die wird dann in letzter Konsequenz auch den Ausschlag geben. Obwohl er einen Vertrag bis 2010 unterschrieben hatte, blieb Schuster nur ein Jahr lang in der Schweiz und nahm dann die Stelle als Trainer der DSV Adler an. Es sei die schwerste Entscheidung in seinem Leben gewesen, berichtet Schuster. Denn eigentlich sei er ein Mensch, der immer alles beende. Doch die Herausforderung, das damals am Boden liegende deutsche Team neu aufzubauen, sei einfach zu verlockend gewesen. Ein Entschluss, den er bis heute nicht bereut habe. Wirkliche Enttäuschungen habe er in seinem Leben nicht erlebt. Für Schuster eine Frage der Einstellung. Ich glaube, die gibt es immer wieder mal, aber wie gesagt, man muss auch damit leben lernen, dass man eben einfach nach bestem Wissen und Gewissen abwägt und das dann trifft. Und zu viel Nachsinnen bringt nichts, auch aus Fehlern lernt man. Und deswegen muss man die Fehler genauso akzeptieren und man kann nicht immer nur das Optimum anstreben. Nach der mehr als erfolgreichen Saison gönnt sich Werner Schuster jetzt zunächst ein paar Tage Auszeit. Die letzten Wochen müsse er erst noch in Ruhe verdauen. Trotzdem hat er sich auch schon für die nächste Saison viel vorgenommen. Es ist natürlich jetzt jedes Jahr schwieriger geworden, die Latte zu überspringen. Wir sind ein bisschen eine Arbeitermannschaft. Wir haben uns wirklich jedes Jahr emporgearbeitet. Aber wir hatten heuer die beste Saison und sage mal, außer Gesamtweltcup gewinnen, viel besser geht nicht. Auch den Nationencup gewinnen, viel besser geht nicht. Aber es ist ein Auftrag auch für die Zukunft hier, den Top-Status zu erhalten. Wir wissen, dass wir große Konkurrenz kriegen, aber wir haben neben selber den Freunden natürlich auch Leute, die heuer nicht optimal in ihrem Leistungsmaximum gesprungen sind. Und ich denke mir, das gilt weiterhin, eine Mannschaft zu etablieren, ein System zu etablieren, dass die deutsche Mannschaft in Zukunft sich unter den besten drei Nationen stabil hält. Auch wenn Werner Schuster nicht an das Erfolgsrezept im Leben glaubt, für sich scheint der Bundestrainer den richtigen Weg gefunden zu haben. Später lange über einmal getroffene Entscheidungen grübeln, das bringe einen nicht weiter, so Schuster. Das hat er sich auf jeden Fall aus seiner aktiven Skispringerzeit behalten. Wenn man einmal abgesprungen ist, dann kann man sich ohnehin nur noch nach dem Wind richten und auf das Beste hoffen. Ja, hinterher ist man immer gescheiter und ich hoffe, Sie sind jetzt auch gescheiter nach unserer Dienstagssendung. Morgen schauen wir dann mal nach Legau. In der Umweltstation dort ist es in den Ferien immer voll. Die Schüler sitzen da mal nicht am Computer oder vor dem Fernseher, sondern vertiefen sich in das, was unsere schöne Natur so zu bieten hat. Ach ja, und denken Sie dran, morgen ist der 1. April, also immer schön vorsichtig. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und freue mich auf ATV am Mittwoch.